Yo, Jonas Wegmann, better work, bitch. Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget Server 29 Tagebuch. Ihr seid live dabei, wie der Zuschauer seine ganzen Pilze raushaut. Sind nur 3117, ich denke mal, die werden morgen rausgehen. Nein, wir sind immer noch bei Disneys Wundertüte und ich habe, glaube ich, was vergessen. Moment, ich muss eben nachschauen, Entschuldigung. Nein, ich habe es gemacht, ich habe runtergescrollt, sodass die Passwörter alle nicht da sind. Drei freie Plätze, schlag zu, Leute. Drei freie Plätze. Ihr habt die Möglichkeit, in der Rang 1 Gilde auf Server 29 mit mir zu spielen. Aber nur mit mir. Kommt vorbei, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich neue bzw. alte oder neue Abonnenten hier drin sehen würde. Das würde mich auf jeden Fall glücklich machen. Ich habe ganz viel Gold, 133.690 Gold. Ich habe alles gesammelt bei den 300 Alu. Ich habe schon 10 Stunden Stadtwache reingeballert in die Gilde. Heute Morgen um 3 Uhr, Mann, hast du reingeballert, Lars? Habe ich. Und jetzt werden wir loslegen und zwar, wir werden weitere Dungeons versuchen. Vorher schmeißen wir das hier weg. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt ein bisschen blättern und uns eine neue Waffe besorgen und dann im Dungeon loslegen. Wenn es nicht zu krass wird von den Pilzen zum Blätthorn, werde ich auf jeden Fall zuschlagen. So, da habe ich eine Epic-Handschuhe bekommen. Die brauche ich erstmal nicht austauschen. Noch ein bisschen weiterschauen. Es ist schon mal eine Intelligenzwaffe, das gefällt mir nicht. Da brauche ich auch nichts. Einen Helm brauche ich auch erstmal nichts. Alles Stärke. Ich brauche Intelligenz. Gib mir eine Intelligenzwaffe. Die wäre so toll. Die würde mich auf jeden Fall glücklich machen. Euch doch auch. Normalerweise sollte man nicht einfach so blättern, weil das ist einfach pure Pilzverschwendung. Aber weißt du, wenn man es halt dicke Sitzen hat, so wie ich, dann macht man das halt. Nein, ich mache es natürlich nur für euch. Habe extra gewartet und das ganze Gold aufgesammelt oder zusammen. Oh, ja, 333. Was ist das denn für ein Durchschnittsschaden? Okay, der Durchschnittsschaden ist gut. 285. Aber die Spanne ist richtig rotz, jetzt wie wieder alle schreien. Lars, ich bin schon seit 13 Jahren Shakes and Fidget und bin 2 Jahre alt. Und ich weiß natürlich, dass diese Spanne besser ist. Ist sie nicht. Der Kuni braucht eine harte Spanne. Es tut mir leid, vielleicht mache ich hier Fehler, aber meiner Meinung nach ist die Spanne gerade eben scheiße gewesen. Die war einfach nur scheiße und die möchte ich nicht. So, ich schaue einfach nur nach einer Waffe. Ist mir gerade übelst scheißegal. Hier Stärke, natürlich Stärke. Warum auch nicht? Ich brauche Stärke. Stärke, Ausdauer, sehr schön. Hier gar keine Waffe und hier 312. Och, noch beschissener. Sowas ist gut. 401, das wäre ein Bombending. So eins mit Geschick, so ein Bogen und ich würde es richtig feiern. Ich würde das richtig krass feiern. So einen mit Geschick. Stärke, Geschick, Intelligenz. Geschick, Intelligenz, 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 Glück und Intelligenz. Und hier haben wir Geschick und hier haben wir Ausdauer und noch mehr. Ich habe gesagt, wenn es nicht zu viele Pilze kostet, es kostet schon wieder zu viele Pilze. Oh Gott, hier kommt schon wieder nichts. Warum kommt hier kein Bogen? Ich bin normalerweise... Schmeißen wir den Lucky Lars an? Machen wir das? Okay, wir machen ihn an. Moment, der Lucky Lars wird angeschmissen. Ah, ist an. So, Lucky Lars wurde eingeschaltet und jetzt sollten wir auf jeden Fall... Da ist er! Da hat der Lucky Lars zugeschlagen, natürlich ist er wieder an und er denkt sich mal wieder, da kommt der Bogen. So einen möchte ich haben, wunderbar. Seht ihr das Update vom Damage? Babam. Ist wohl nicht groß, aber es ist auf jeden Fall was. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Der Lucky Lars ist an und es läuft. Wir haben die drei Top-Tränke, können jetzt erstmal so ein bisschen skillen, würde ich sagen. Was skillen wir denn mal? So ein bisschen Geschick. So, machen ein bisschen mehr hier das und gehen mal hier auf 26%. So, und noch ein ganz bisschen Geschick. Und Nebenattribute ein Arena-Kämpflein machen gegen den Kollegen hier. Gewinnen wir natürlich, sind Rang 42, haben 89,82. Gilde Blink, was ist denn hier los? Lasi, schreibt jemand. Hallo. Lucky, Moment. Lucky Lars ist... gerade, ich kann nicht gut tippen, wenn das Mikrofon auf vor, Entschuldigung, in der Aufnahme. So, Lucky Lars ist wie gesagt immer noch an und jetzt werden wir mit Lucky Lars erstmal losrocken. Und zwar als erstes der Kollege hier. Der sollte normalerweise jetzt eben, ja, Lucky Lars ist halt eben am Start und man sieht es, der Lucky Lars hat es wieder gerissen. Ihr wisst ja Bescheid, so 89,88%, wunderbar, der Vulkangeist. Also ich wünsche mir natürlich, ich fordere einfach jetzt die nächste Epic-Waffe, weil der Lucky Lars ist eingeschaltet. Oh Gott. Warum fällt der nicht? Okay, der ist 170, sehe ich gerade. 3240 Stärke. Okay, 3240 Stärke. Ich dachte, der wäre nicht ganz so stark. Vulkangeist. Sandsturm, Entschuldigung.
Das ist ein Intelligenzgegner mit 3040 Intelligenz. 3040 Intelligenz. Das ist auch ein Kollege, der einfach nicht so fällt. Aber mit Lucky Lars kann es drin sein. Aber nur mit diesen. Nur mit Lucky Lars. Nur mit Lucky Lars. Na, Lucky Lars. Na, reißt er das? Ne, gerade irgendwie nicht. Nicht Lucky Luke, sondern Lucky Lars. Ihr wisst Bescheid. Ist die neue Verfilmung von Lucky Luke. Aka Lucky Lars. Und ich sag zu oft Lucky Lars. Egal. LL sagen wir einfach. LL. Bin LL. Was ist das denn für einer hier? Ein unheimlicher Mensch. Das ist ein Geschickgegner mit 3000 Geschick. Okay, das sind gerade alle Gegner, die gar nicht so einfach fallen. Ich dachte eigentlich, wir schaffen mehr Dungeons oder schaffen wir jetzt nur einen. Übrigens, ich habe auch einen Dungeon gemacht offscreen. Habt ihr schon mitbekommen? Ich weiß gerade nicht, wer das war. Auf jeden Fall habe ich da die Schuhe bekommen, die ich eben nochmal kurz zeigen kann. Das sind die Schuhe, die hab ich bekommen. Ich habe ziemlich viele Attribute-Epics an. 1, 2, 3, 4, 5, eigentlich viel zu viel. Egal. Ich dachte ja, dass ich am Wochenende endlich blättern kann. Aber es ist ja XP-Event. Es wurde ja irgendwie, ne? Blizzard. Nicht Blizzard, nicht Riot, sondern Player Games, so heißen sie, genau. Player Games dachte sich, ja, es ist Tag der Deutschen Einheit heute und deswegen hauen wir ein Pilzdealer oder Pilzdealer-Event raus und das XP-Event schon wieder. Naja, können wir schneller leveln, ist auch nicht schlecht. Das ist, ja, das ist schön. Oh, ich habe fast was vergessen, und zwar das Klo müssen wir auf jeden Fall noch benutzen. So, das hinein, das kann dann weg, die Waffe kann ich aufverkaufen und normalerweise den Rest noch reinskillen. Wir skillen heute ein bisschen mehr Geschick. Ich habe nämlich Ausdauer eigentlich ziemlich hart gepusht und versuchen jetzt nochmal. Eigentlich müsste als nächstes der unheilige Mönch fallen, der ist 158 und der Sandsturm war, obwohl, 156 nur, aber ist halt ein Intelligenzgegner und die haben halt dreckig viel Damage. Das ist too much Damage. Normalerweise sage ich, wenn das Hauptattribut höher ist wie meins, sollte man den nicht versuchen, denn er fällt eh nicht. Und zurzeit ist es halt so. Ich hatte ein paar gute Tries, aber ich glaube kaum, dass der Kollege jetzt fallen wird. Wir könnten beim Vulkangeist sehr viel Luck haben und ihn einfach weg kritten, beziehungsweise weg ausweichen, aber das läuft zurzeit auch nicht. Ja, schauen wir heute doch nur einen Dungeon. Egal, wir haben eine neue Waffe bekommen, wir haben den anderen im First Try geschafft und nochmal den Menschen ein paar Mal versuchen. Oh, wenn wir gut ausweichen, könnte er liegen, aber nur wenn wir gut ausweichen. Geschick gegen Geschick. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen sparen, müssen ein bisschen, vielleicht ein paar neue Items besorgen, wie auch immer, damit wir dann den Sandsturm und vielleicht morgen noch den unheiligen Mönch besiegen und der Vulkangeist, vielleicht. Dann gibt er uns wieder zu 100% ein Epic, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, solange es kein Allattribute-Epic ist und kein Glücks-Epic, werde ich es benutzen. Dann auf jeden Fall, Arena habe ich schon gerade gemacht in der Gilde. Geht jetzt auf jeden Fall los, was haben die denn hier geantwortet? Braucht deine Brust auch. Alle brauchen meine Brust, alle brauchen meine Titten. Ich, schreibt er. Ah, der BSE-Hack. Ja, ja, der wollte noch etwas von mir, ja? Hasse dich. Ja, ja, der hat nämlich geschrieben, das ist übrigens sarkastisch gemeint, der meinte nämlich zu mir, er würde mich die ganze Zeit besiegen. Wollen wir ihn wirklich zerstören? Okay. BSE-Hack, ich speichere das mal eben hier. Und ich schaue mal eben, wie oft schaffen wir ihn denn? Nummer 1, BSE-Hack wurde besiegt. Nummer 2? Nein, 1:1, okay. Wir machen Best of 10 oder was? Ja, keine Ahnung. Oh, 2:4. Oh, den wollte ich gar nicht angreifen. Egal. 2:4. Oh, holy macaroni. 2:5. Ich habe verloren. Best of 10 habe ich verkackt. Was soll denn das, Marco? Du Aslak. Du verdammter. Der besiegt mich die ganze Zeit. Was geht mit seinem Leben ab? Und besiegt er mich? Der hat 3100 Geschick. Der hat nur mehr Geschick, sonst nichts. Macht das Geschick wirklich so viel aus? Das gibt's doch gar nicht. Was hat denn der für eine Waffe? Ich schau mal eben. Der besiegt mich halt die ganze Zeit. Nochmal versuchen? Das gibt's ja gar nicht. Ich schau mal vorbei in die Post hinein. Was hat der für eine Waffe? Auch eine schlechtere Waffe. Trotzdem besiegt er mich die ganze Zeit. Liegt es vielleicht an aller Attribute-Epics? Ich weiß nicht, aber normalerweise... er hat halt mehr Damage, aber ich habe viel mehr Ausdauer. Normalerweise sollte ich auch länger stehen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, dass er mich die ganze Zeit besiegt. Er ist einfach nur unglaublich lucky. So ein lucky Drecksack. Ich lasse es lieber. Okay, Marco, du hast dich besiegt. Ich gebe es zu. Du bist der Held des Tages, beziehungsweise der Winner für heute. Und vielleicht suche ich mir morgen jemanden anders raus und werde den versuchen zu besiegen. Es tut mir leid, ich habe heute versagt. Es tut mir leid. Das war's soweit mit Shakes the Fidget Server 29 Tage für heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, kommentieren, bewerten, weiterleiten. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr seid natürlich nice. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.